So, okay. Unser neuer Freund ist auch unterwegs. Wo geht's eigentlich darauf? Dritter Flur. Kann man da rauf schon? Nein. Nein, kann man nicht. Jetzt wäre ich beinahe in den dritten Stock gegangen. Meine Wohnung ist doch in der 202. Ist die Nummer 202. Ach Gottelchen, dann gehen wir eben zur Nummer 202. Halt, was war da eigentlich? Da ist ein Schild dran. In diesem Zimmer wohnt derzeit niemand. Was soll ich da? Dann ist ein Schild da dran. Warum? Wissen die Bewohner nicht, was sie durch die Tür gehen müssen, oder was? So, gut. Ja. Klopfen bringt ja nichts. Warum habe ich jetzt das gemacht? Warte mal, was soll das? Ich sollte einfach reingehen. Ist ja mein Zimmer. Warte, wir läuten mal nochmal. Ich drücke die Klingel, keine Reaktion. Menschheit, das ist doch dein eigenes Zimmer. Bist wohl etwas müde. Warte mal. Ich muss es ausprobieren. Das hilft mir auch nicht weiter. Ja, das bringt sowieso nichts. Ja, gut, dann gehen wir ins Zimmer. Gut, ich sollte vielleicht aufsperren erst. Die Tür ist abgeschlossen. Das letzte Mal hat es besser funktioniert. Gut, ich muss dazu sagen, ich nehme jetzt um 10 auf. Die Tür ist nun offen. Okay, ist schon 12, ich gib's zu. Etwas war im Türspalt eingeklemmt und ist nun auf den Boden gefallen. Was ist das denn? Zing! Ich hebe es auf. Ein Briefumschlag. Kein Absender und auch kein Empfänger. Ich nehme den anonymen Brief an mich. Brief. Mit dem Briefumschlag in meiner Hand betrete ich mein Zimmer. Apartment 202. Und hier muss ich bald raus. Mist, verdammter. Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt sei doch glücklich. Das ist eine Einzimmerwohnung. Gut. Nicht schon wieder. Also. Ich lege meinen Koffer auf den Tisch an der Wand. Ist auch nicht mehr der ganz der neueste. Ziemlich abgewetzt, das Ding, aber ich kann mich einfach nicht von ihm trennen. Diesen Koffer habe ich von meinem toten Vater. Seit ich vor 4 Jahren meine Marke an den Nagel gehängt habe und bei Ed angeheuert habe, seitdem trage ich, ja, ihn eigentlich immer bei mir. Ich ziehe meine Jacke aus und lege sie aufs Sofa. Moment mal, der Brief von vorhin. Ich öffne den Umschlag und entnehme ihm einen Brief. Ein kurzer Text getippt auf einer Schreibmaschine. Ich suche den Scarlet Star, der vor 25 Jahren im Hotel Capri verloren ging. Ein Auftrag? Frage mich wirklich, was das soll. Niemand kommt mit seinem Auftrag direkt zu mir. Das ist gegen die Regel. Und ich bin eine Regelschlampe. Da ist was faul. Ich lege den Brief auf den Tisch. Ring, ring, ring. Das Telefon klingelt. Und hört sofort wieder auf zu klingeln. Was zum... Die Anzeige des Anrufbeantworters läutet auf. Jetzt muss ich auch noch ans Telefon gehen. Wollen wir uns hier kurz umschauen oder lassen wir das mal? Ich glaube, das spare ich mir jetzt. Wir gehen direkt zum Telefon. Unter dem Telefon steht mein Anrufbeantworter. Das ist ein Riesenteil, gell? War das früher echt so groß? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Wir hatten sowas nicht. Bei uns gab es nur das Telefon. Auf dem Band ist die Stimme einer jungen Frau zu hören. Hallo, mein Großer, scheinst wohl ausgeflogen. Das ist Rachel. Es sieht so aus, als würde es Ed diesmal ernst meinen. Greif ja nicht zur Flasche, wir finden schon irgendeinen Weg. In Ordnung? Also dann, ich rufe dich morgen wieder an. Bis dann, Kai. Verdammt. Also war es das diesmal wirklich? Nee. Piep!
Auf dem Anrufbeantworter befindet sich noch eine Nachricht. Eine Männerstimme, ich kenne sie nicht. Ist da Karl Heid? Wer könnte das sein? Ich habe einen Auftrag für Sie. Details haben Sie am Eingang Ihres Zimmers erhalten. Piep. Was soll das denn? Am Eingang meines Zimmers? Ihr Mann meinte Brief, daran besteht kein Zweifel. Der Brief von vorhin. Ich sollte ihn mir noch einmal ansehen. Warum? Schmann, hast du den Brief hingelegt? Sind ihr da? Jetzt ist soweit, jetzt habe ich das, den Part schon gespielt und weiß nicht mal mehr, wo der Brief liegt. Nee, das war das von der Arbeit, ne? Ja. Lagerbestände, Anfragen, habe Schwierigkeiten, meine eigene Schrift zu entziffern. Das finde ich aber immer wieder faszinierend, wenn Leute was selber schreiben oder lernen müssen. Das habe ich auf der Technikerschule nie verstanden. Dann bekommen die das nicht mehr zusammen. Überschreiben sie die Zettel dann eigentlich? Ich nehme den Brief ein weiteres Mal in die Hand. Ich suche den Scarlet Star, der vor 25 Jahren im Hotel Cape West verloren ging. Ich suche den Scarlet Star. Ist das am Ende ein ernst gemeinter Auftrag? Dieser Apartmentblock war bis vor 13 Jahren ein Hotel, das ist richtig. Das, was dieser Kerl sucht, muss folglich aus jener Zeit stammen. Aber was in aller Welt ist der Scarlet Star? 11 Uhr abends. An jenem Abend bleibe ich lange wach. Als ich endlich ins Bett falle, kann ich nicht einschlafen. Zu viele Fragen, zu viele schlechte Erinnerungen. Vor 4 Jahren habe ich meinen Job in Manhattan an den Nagel gehängt. Ed wusste, dass ich bei den Cops aufgehört hatte. Er hat mich erwartet. Und so habe ich angefangen, für ihn zu arbeiten. Ich habe Eds Kunden geholfen, allerlei Dinge, die sie suchten, wieder herbeizuschaffen. Bis heute. Bis mich Ed auf die Straße gesetzt hat. Ja, der andere hat seinen Hundekot-Plastikbeutel gesucht. Habe ich gefunden, ne? Wer käme mir auf die Idee, einen Auftrag direkt an mich zu schicken? Ed ist der Einzige, der die Kontakte hat und mein Aufenthaltsort kennt. Wer außer Ed könnte wissen, dass ich in diesen Geschäften mische? Was soll das alles bedeuten? Nachdem ich mich eine Weile im Bett hin und her gewälzt habe, stehe ich schließlich auf. Ich trete ans Fenster, öffne die Jalousie und sehe durch die Scheibe nach draußen. Die nächtlichen Straßen mit ihrem Lärm, ihren Betrunkenen, ihren streitenden Paaren. Die Nacht, in der all das Schlechte in uns an die Oberfläche dringt. Ich kenne all das, aber dieses Mal ist es irgendwie anders. Still wie ein Gemälde liegt die Straßenkreuzung vor mir. Kein Laut, keine Bewegung. Ich starre hinaus in die Nacht, während ich die Ereignisse des Tages Revue passieren lasse. Dezember 1980. Als ich nach Hause kam, war ich in einer üblen Stimmung, weil Ed mich gerade gefeuert hatte. Jemand stand in der Lobby. Wen habe ich dort zuerst getroffen? Sepp, Dylan oder Betty? Es war Sepp. Genau. Sepp war der Erste, den ich in der Lobby getroffen habe. Von ihm habe ich erfahren, dass wir alle bald ausziehen müssen. Nachdem ich mit Sepp geredet hatte, sprach mich Mrs. Petrisch an. Ich fragte sie im Laufe des Gesprächs, warum sie das Haus verkaufen will. Was ist dir zufolge der Grund für den Kauf? Für den Kauf? Mein voller Briefkasten, genau. Die säumigen Mieter, etwas, worüber sie nicht reden will. Richtig. Das ist echt ein Brain, also der merkt sich echt alles. Geht ihm überhaupt nichts an, aber Kyle interessiert's. Mrs. Petrisch erzählte mir, dass die Verwaltung des Hauses sehr anstrengend sei. Aber sie sagte, es gäbe noch andere Gründe für den Verkauf des Hauses. Nachdem ich mit Mrs. Petrisch gerettet hatte, leerte ich meinen Briefkasten. Steckte die Reklame Toni zu. Ich kehrte in mein geliebtes Apartment zurück. Dort hörte ich meinen Anrufbeantworter ab. Oder den Polizeifunk. Welche Nachricht hörte ich dort zuletzt?
Die Nachricht von einem unbekannten Mann, die Nachricht von Rachel, die Nachricht von Ed. Wenn du wieder... ja, wenn du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ganz genau. Es war eine mir unbekannte Männerstimme, die von einem Auftrag sprach. Sie erzählte von dem Brief, den ich im Spalt meiner Wohnungstür fand. All meine Aufträge hatte ich bisher von Ed bekommen. Wer steckt hinter diesen? Diese Frage verfolgte mich den ganzen Abend über. Allein in meinem Apartment, das bald nicht mehr das meine sein wird, geplagt von Zweifeln und bösen Vorahnungen, verbringe ich eine schlaflose Nacht. Noch weiß ich nicht, was mir bevorsteht. Die Suche nach dem Scarlet Star, der vor 25 Jahren im Hotel Cape West verloren ging. Ein Auftrag, der direkt aus der Vergangenheit zu kommen scheint. Das alles klingt komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Die Ereignisse dieses Kapitels wurden dem Roman hinzugefügt. Spiel speichern? Jetzt habe ich ein Problem. Wir speichern es diesmal nicht, weil ich ja die anderen Spielstände noch habe. Ich hoffe jetzt bloß, dass mir der Sound nicht abkackt. 18. Dezember in Cape West, Zimmer 202. Der mysteriöse Auftrag. Eine schlaflose Nacht. Kapitel 2, 19. Dezember 1980. Ein unerträglich hoher Ton dringt rhythmisch und quälend durch meinen Schädel. Lass mich in Ruhe, nur noch ein paar Minuten. Ich fluche in meinen Kissen und versuche den Wecker zu ignorieren. Aber er ist stärker als ich. Ist er schon gut, ich stehe ja schon auf. Scheiß Transformer. Ich hebe meinen Kopf, der schwer ist und schmerzt, öffne die Augen und fixiere den Wecker neben meinem Bett. Okay, Kyle war anscheinend betrunken. Bam! Acht Uhr morgens. Bis jetzt war das der späteste Zeitpunkt, um aufzustehen, wenn ich pünktlich sein wollte. Aber heute ist alles egal. Niemand wartet ja auf mich. Ich sinke zurück in mein Kissen und döse sanft vor mich hin. Was zum... Und jetzt noch das Telefon? Ich strecke den Arm aus dem Bett und taste nach dem Telefonhörer. Ja? Gut, ich kann jetzt so tun, als wüsste ich nicht, wer dran ist, also... Aber ich mach's einfach mal. Du klingst ganz so, als hätte ich dich geweckt. Wer ist da? Aber ich bin es doch, Kyle. Erkennst du deine eigene Mutter nicht mehr? Mom, was? Die Frau am anderen Ende der Leitung ist Jeannie, meine Mom. Nach dem plötzlichen Tod meines Daddys hat sie mich ganz alleine aufgezogen. Sie lebt jetzt in New Jersey und arbeitet als Krankenschwester. Also wirklich, du kommst ja zu spät zur Arbeit. Ich habe heute frei. Ach so, dann tut es mir leid, dass ich dich aufgeweckt habe, Liebes. Sag doch nicht immer Liebes zu mir, ja? Außerdem wollte ich gerade aufstehen. Aber hör mal, gibt es einen bestimmten Grund für deinen Anruf? Ist was passiert? Nun ja, gestern Abend hat ein Mann bei mir angerufen und sich nach dir erkundigt, Liebes. Er sagte, er heiße Rex Foster. Rex Foster? Er schien dich zu kennen. Zuerst fragte er, ob ich die Mutter von Karl Hyde, dem Ex-Cop des NYPD, sei. Als ich antwortete, fragte er weiter. Er wollte wissen, ob du noch immer auf der Suche nach Brian Bradley bist. Was hast du geantwortet? Ich habe ihm gesagt, dass ich keine Ahnung habe. Und in diesem Moment hat er einfach aufgelegt. Einfach so, ohne ein Wort zu sagen. Sag mal, Schnucki, bist du noch immer hinter Bradley her?
Bradley? Nein, das ist lang vorbei. Ach, Brian Bradley war mein Kollege beim NYPD. Vor 4 Jahren hat er bei einer verdeckten Ermittlung die Seiten gewechselt. Er war mein Freund, ich habe auf ihn geschossen und dann den Dienst quittiert. Ich habe meinen Kumpel umgebracht. Wirklich, Kyle? Du kannst mir glauben, Mutter. Und wer war dies? Wer war dieser Rex Foster? Ich habe nicht den Funken eine Ahnung. Mom, du solltest dich nicht von Fremden am Telefon ausfragen lassen, hörst du? Ich dachte, er sei vielleicht ein Freund von dir. Ich habe keine Freunde. Jedenfalls keine, die bei dir anrufen würden. Boah! Kyle, jetzt mal ganz ruhig. Jetzt mal ganz, ganz ruhig. Huh! Das ist böse. Ja, ist ja gut, Kyle. Na, dann bis zum nächsten Mal. Keiner mag Kyles Mom. Einen Moment noch, Kyle. Was denn? Ist mit Ed alles in Ordnung? Klar. Ed war ein Freund meines Vaters damals. Er war ein Kopf, bevor er Red Crown gegründet hat. Ach, die beiden saßen oft in der Kneipe und tranken zusammen, eine Männerfreundschaft eben. Und sie erschlugen die blöde Fliege, die wurde die ganze Zeit um Ostfalkes Bildschirm umeinander schwirrt. Und als mein Vater damals in Downtown L.A. auf einen Parkplatz gefunden wurde, nachdem sein Mörder ihn dort abgelegt hatte, da war es Ed, der ihn fand, als er auf Streife war. Weißt du, Kyle, damals, als du gesagt hast, dass du bei Ed anfängst, da war ich mir sicher, dass aus dir nie ein guter Verkäufer wird. Und manchmal mache ich mir eben noch Sorgen um dich. Mom, jetzt reicht's aber. Bin 34, so langsam könntest selbst du das mal begreifen. Ja, du hast ja recht. Du bist so alt, wie dein Vater war, als er starb. Alt genug für dein eigenes Leben. Tut mir leid, Liebes. Bis dann. Gut, das fand ich jetzt ein bisschen makaber, wenn ich ehrlich bin. Nach dem Gespräch mit meiner Mutter ist an Schlafen nicht mehr zu denken. Schweren Herzen stehe ich auf. Dabei hatte ich eigentlich vor, endlich mal einmal richtig auszuschlafen. Verdammt. Ich beuge mich über das Waschbecken, benetze mein Gesicht mit kaltem Wasser, dann ziehe ich mich an. Aber mein Kopf ist noch immer schwer und ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Kein Antrieb, keine Lust, irgendetwas zu tun. Nach einem kurzen Moment der Unschlüssigkeit lasse ich mich auf den Sofa nieder. Schließlich werden die Dinge etwas klarer. Die Stimme meiner Mutter hallt in meinen Ohren wieder. Ich hatte sie lange nicht gehört. Während mein Blick an dem verglimmten Tapeten Holz sucht, schweife ich wieder ab. Dinge, die lange vorüber sind, treten vor mein geistiges Auge. Damals. Ich wurde in Los Angeles geboren. Mein Vater war Chris Hyde. Ich erinnere mich an ihn. Als einen stillen Mann, der selten daheim war. Schon damals arbeitete meine Mutter als Krankenschwester. Wenn ich von der Schule nach Hause kam, war ich alleine. Ich war 9 Jahre alt, als mein Vater starb. Er ging wie immer zur Arbeit, aber an diesem Tag kehrte er nicht mehr zurück. 3 Tage später fand man ihn auf einem Parkplatz im Zentrum von L.A. erschossen. In der ersten Zeit hatte meine Mutter jeden Tag geweint. Dann beschloss sie, dieser Stadt, die ihr den Mann geraubt hatte, den Rücken zuzukehren. Eines Tages nahm sie mich und zog mit mir nach Manhattan. Warum musste mein Vater damals sterben? Wer war es, der ihn auf dem Gewissen hatte? Und warum verließen wir so Hals über den Kopf die Stadt? Ich hatte viele Fragen. Aber als wir umgezogen, verlor meine Mutter kein Wort mehr über die ganze Geschichte, als wir umgezogen waren. Grammatikfehler. Oder Schriftfehler? Keine Ahnung. 7 Jahre lebten wir bereits in Manhattan. Ich war 16 und voller Fragen. Ich drängte meine Mutter, mir endlich mehr über meinen Vater zu erzählen. Damals erfuhr ich, dass er ein Safe-Knacker war. Doch das war nicht alles. Meine Mutter erzählte mir, dass er die Schnauze voll hatte, sauber werden wollte.
Es sollte sein letzter Job werden und es wurde sein letzter Tag. Bis heute weiß ich nicht, was damals wirklich passiert ist. 6 Jahre später begann ich meinen Job beim NYPD. Und damals versprach ich es meiner Mutter. Ich versprach ihr eines Tages die Hintergründe des Mordes in Erfahrung zu bringen. Doch während meiner Arbeit als Cop, da lernte ich einiges. Und eins dieser Dinge war, dass in Fällen wie dem meines Vaters niemand die Wahrheit wissen will. Nicht einmal die eigene Familie. Damals bin ich dem Fall letzten Endes auch nicht mehr nachgegangen. Und als ich aufhörte, da sah es nicht viel anders aus. Ich blicke auf und begreife, dass ich in meinem Zimmer bin. Mit einem Seufzer erhebe ich mich und sehe auf die Uhr. Und stelle fest, dass das die Stelle war, wo der Ton weggefallen ist und ich jetzt hoffe, dass der Ton drin ist. Und ich tue kurz nochmal sicherheitshalber schauen, ob das wirklich die Stelle war. Und dann sehen wir uns witzigerweise eine halbe Stunde später. Leute, also bis gleich.